So, hallo zusammen. Zeige euch heute mal, wie ich so ein System aufbaue. Und zwar ist das ein Victron Dreiphasensystem mit Notstrom, dann ein Laderegler, ein drei oder genau gesagt vier Strings Laderegler und dann halt hier mit dem Servo. Also wie gesagt, komplettes Victron-System. Und zwar diesmal mit einer Kombination mit einer EEL-Battery. Die ist jetzt direkt aus China bestellt, kann man aber auch in Europa bestellen. Genau. Mit mir zusammen ist mein Kameramann, der Rudi. Und wir machen das so, dass der Rudi, wenn er irgendwas nicht versteht, also dann Fragen stellt. Und ich denke mal, das wird dann diejenigen von euch ansprechen, die halt von der Materie vielleicht nicht so viel Ahnung haben. Aber wie gesagt, wenn ihr mal Fragen habt, dann einfach in die Kommentare schreiben. Ich versuche einfach alles zu beantworten. Genau, jetzt fangen wir mal mit den Akkus an. Und zwar, das ist jetzt direkt von einem Lieferanten alles bestellt. Und zwar von eben dieser EEL-Battery aus China. Bestellt habe ich über Alibaba direkt bei denen. Und zwar die Akkus zusammen mit dem Case. Und das Case ist in meinen Augen für eine DIY-Battery einfach die perfekte Lösung, weil da, also die ist eigentlich von einem Kaufakku absolut nicht zu unterscheiden. Genau, zu den Akkus. Da kann man eigentlich echt nichts Schlechtes sagen. Also über die, die sind absolut perfekt. Die haben einen super Widerstand. Wir können es gleich mal nachmessen. Die haben alle Überkapazität, also die vier davon haben 294 und der Rest hat alles 293. Und das sind eigentlich alles 280er Batterien von Eve. Die haben zwar einen B-Mark hier, aber das sind ESS-Grade Batteries, also sprich für Heimanwendungen absolut perfekt. Nur sind sie eben nicht mehr für, also halt, sie sind sie nicht für Hochleistungs Anwendungen wie zum Beispiel ja, Elektroautos oder sowas freigegeben, aber für Heimanwendungen absolut perfekt. Genau. So, und zwar messen werde ich das Ganze mit spezielles Gerät. Gibt es eigentlich relativ ja, relativ günstig bei AliExpress zu holen. Das ist jetzt der YR 1030. Der misst sowohl die Spannung als auch den Innenwiderstand. Und ja, ich messe jetzt mal. Also der Innenwiderstand sollte bei den Zellen unter 23, 0,23 Milliohm sein. Und die Spannung sollte bei ca. 3,2 Volt sein. Also absolut perfekt. Ich hatte die vorher mal alle durchgemessen. Also die haben alle so ziemlich die gleichen Werte. Also die der Innenwiderstand ist plus minus 0,01 tatsächlich Milliohm und ja, die Spannung plus minus 0,01 Volt. Also absolut im sauberen Bereich. Die Akkus, die kann man absolut bedenkenlos empfehlen. Also die sind auch, wie gesagt, von der Kapazität absolut perfekt. So, ich werde jetzt nicht alle durchmessen, weil ja, das einfach nicht notwendig, da jetzt mal 16 Stück durchzumessen. Genau, vom Vorgehen wird das Ganze so laufen. Wir machen jetzt erstmal den Case auf, dass ihr das direkt seht. Der ist noch gar nicht von mir aufgemacht worden. Ich bin selber gespannt, wie es da drin alles aussieht. Dann werden wir das Ding aufbauen. Ich werde nicht jeden einzelnen Schritt, sondern einfach mal so immer wieder zwischendurch, wenn irgendwas Wichtiges ist, weil im Prinzip ist das Ding schon quasi fertig. Dann werden alle Akkus eingebaut. Und dann beginnt das Top Balancing. Und zwar ist das in zwei Schritten. Einmal wird das mit 48 Volt, also quasi mit eingebauten BMS, wird das vollgeladen. Und dann, sobald es voll ist, werde ich die Akkus wieder ausbauen und werde sie alle parallel schalten, alle 16. Und dann mit einem Netzteil auf 3,65 Volt hochladen. Genau. Und dann ein paar Tage stehen lassen. Dass sie sich ausbalancieren und
Genau, dann werden sie wieder in das Case eingebaut und dann ist das Ding einsatzbereit. Genau, und dann wird das Case eben mit den Victron-Sachen verbunden und wird dann konfiguriert. Aber das zeige ich euch dann alles am Rechner. So, dann fangen wir mal an und schauen mal, was es da in der Verpackung so alles gibt. Die ist leicht beschädigt von außen, aber ich glaube, das müsste eigentlich den Inhalt nicht tangieren. Bin gespannt. So. Hier ist die Beschädigung ein leichter, aber Inhalt absolut top. So. Ha, viel ist nicht drin, aber ich schätze mal, das ist dann in dem Case drin. Hat ganz schönes Gewicht. So. Also, mehr ist nicht drin. Das können wir wegmachen. So. Ich denke mal, ich werde es einfach da drauf stellen. Dann haben wir eigentlich eine gute Position. So. Also. Ich schätze mal, die haben einfach alles reingemacht. Dann schrauben wir das mal kurz auf. Das sind mit zwei Schrauben ist das fixiert. Ah, Rudi, guck mal. Hier von der Seite sieht man dann die Front. Da. Also das ist quasi jetzt, wie das dann aussehen wird am Ende. Ja. Also ist auch ein ganz schöner Brocken. So, dann gucken wir mal rein. Ah ja, da ist alles drin. Zur Seite. So, dann gucken wir mal. Also die Dinger sind klar. Das sind die einzelnen Schienen für die Einzelüberwachung von den Akkus für das BMS. Und ich schätze mal, der Rest ist alles da innen drin in den Packungen. So, das ist die eine Schiene. Machen wir einfach mal da zur Seite. Das Gute an diesem System ist einfach, man muss sich da überhaupt keine Gedanken machen um irgendwelche Verpressungsgeschichten oder wie verpresse ich die Akkus am besten, wie stark verpresse ich die, sonstiges. Hier ist alles schon korrekt aufeinander abgestimmt und muss dementsprechend auch überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht werden. So, was haben wir da? Wir haben eine Anleitung mit Bildern, was man da alles machen muss. Fängt hier vorne an, wie das Ganze läuft, wie die Akkus aufgeteilt werden, wie werden sie verbunden, wie werden die Schienen drauf gemacht und so weiter und so fort. Dann die ganzen Abisolierungsplatten, wie macht man das BMS drauf. Da ist ein 200 Ampere BMS dabei. Das ist meines Wissens nach ein Sophos 200 Ampere Laden und Entladen, genau. Da ist übrigens auch ein QR-Code für die App. Das Ding hat ein Bluetooth. Ja, das BMS ist Bluetooth-fähig und es gibt auch einen QR-Code fürs Video. Ich meine, müsste das gleiche Video sein wie bei dem Kauf. Wo die einfach Schritt für Schritt zeigen, wie das ganze Ding aufgebaut wird. Also auf Englisch, wunderbar. Dann sind hier die ganzen Platten für vorne und hinten, für beide Seiten. Das ist das eine. Dann, das sind die Seiten. Boah, Hammer. Also richtig stabil, ja. Richtig stabil, schätze ich mal, für unten, für seitlich.
Also die sind, boah, die sind echt ordentlich, richtig stark. So, dann gucken wir mal, was hier ist. Okay, das ist jetzt. Das ist jetzt so ein Dings, so ein USB-Adapter mit, ich schätze mal, das ist ein RS-485-Adapter zum Verbinden. Dann, was ist da drin? Ich schätze mal, das ist einfach nur ein Haufen Schrauben. Fühlt sich zumindest danach an. Oh. Ah ja, das ist die Sicherung, 250 Ampere Sicherung, Schrauben. Irgendwelche Verbinder. Okay. Also, wie gesagt, eine 250 Ampere Sicherung ist auch dabei. Also braucht man die dann auch nicht mehr. Genau. So, das ist dann quasi der Monitor, der vorne dran hinkommt. Genau. Und den gibt es auch in zwei Varianten. Also einmal mit diesem Teil hier und einmal ohne. Mit diesem Teil, dann hat er, das ist, schätze ich mal, ein. Genau, ein BR2268A, das ist ein Bluetooth-Chip, also der ist dann Bluetooth-fähig. Das Ganze ist hier ein bisschen eingegossen mit irgendwas. Also ich schätze mal, die ganzen Kontakte sind eingegossen. So, wenn Ja, man das das sieht, glänzt ein ja, bisschen. ich schätze mal, das ist einfach ein bisschen gegen die Feuchtigkeit. Knöpfe nach vorne, das ist das Display quasi. Und genau, das ist dann das BMS. Ganz schön. Ich habe noch nie so das BMS so nackt gesehen. Das ist schon interessant. Genau, steht da irgendwo der Name drauf? Steht nicht drauf. Aber der hat, wie gesagt, der hat RS-485 Ports, der hat CAN Port und ja, gute große Kühlfläche. Nee, Name steht tatsächlich nicht drauf. Aber die verkaufen, wie gesagt, in ihrem Shop verkaufen die ganzen Teile, die es hier gibt, auch separat. Und da verkaufen sie auch das BMS und das ist eben als ein Sophos BMS spezifiziert. Oh, was ist das denn? Das ist auch recht heavy. So, wo habe ich jetzt mein Messer hin? So, ich schätze mal, hier sind einfach die ganzen Kleinkram-Sachen drin, die da dazugehören. Oh, das ist genau, ha, perfekt. Das ist richtig, richtig gut. Und zwar, das sind jetzt so diese Matten. Das sind jetzt diese ganzen Matten, die da quasi, also zwischen jeden Akku kommt so ein, ja, so eine Abisolierplatte. Sind auch recht stark. Und dann kommen halt auch zwischen jeden Akku kommen solche. Ah, was ist denn das? Bitumen? Nein, ist nicht Bitumen. Das ist irgendwie so ein Was weiches? ja, relativ weich, aber doch recht stabil. Also man kann es ein bisschen reindrücken, aber nicht wirklich stark. Also es ist nicht besonders weich. Also ich schätze mal einfach für diesen Druck einfach aufzubauen. Wenn ich mir das so überschlage, müssen das so um die 15 Stück sein, 15, 14 Stück sein. Also das kommt, schätze ich mal, zwischen jeden Akku oder wird dann jeden Akku drauf gemacht. Boah, was ist das? Das ist ordentlich. Ah, ich weiß, was das ist. Das sind die. Genau, das sind diese Stangen oder halt diese Kupferverbinder. Solide. Ja, aber die sind eigentlich ganz cool gemacht. Die sind nämlich teilweise flexibel. Also das sind die Kupferteile, aber das hier ist flexibel und damit werden dann eben die Akkus mit dem BMS verbunden. Genau. So, das ist klasse. Das können wir dann dahin machen. Und das ist natürlich jetzt richtig cool. Ja? Also das sind jetzt die Verbinder von den Akkus. Die sind tatsächlich flexibel. Also die sind nicht fest, sondern die sind flexibel. Sprich, wenn die Akkus beim Laden und Entladen sich ein bisschen bewegen, dann ich kann ja mal eins rausnehmen. Dann kann man das genauer anschauen. Dann tun sich diese Busbars. Also normalerweise zahlt man echt ein Heidengeld dafür. Und hier kriegt man sie wirklich dazu. Also man muss natürlich auch dazu sagen, das Ganze ist nicht wirklich günstig, aber ich finde, es ist absolut sein Geld wert. Vor allem, weil, genau, man kriegt solche perfekt flexiblen Busbars. Also das ist echt klasse. Ja, was sonst gibt der Spaß? Genau, und zwar, wenn man das im
bei Alibaba kauft, das Ganze kostet DDP, also sprich direkt Door-to-Door, also direkt nach Hause und mit jedem Zoll und allem, was dazugehört, kostet es knappe 700 Euro. $700. Und je nach Kurs kann das unter Umständen tatsächlich auch ein bisschen günstiger werden. Genau, und die Akkus kosten dann tatsächlich so um die 2000 Euro. Jetziger Preis, vor 2 Monaten etwa habe ich die bestellt. Und genau, etwa 2 Monate hat es gedauert, bis es jetzt dann in Deutschland war. Und genau, das heißt insgesamt für diesen Akku mit 14,4, wobei, das sind ja, kann man sagen, Überkapazität, also die haben ja 293 plus, haben ja die Akkus, okay, ein bisschen mehr, also, aber wir sagen mal, das sind ja 280er Akkus, die ich bestellt habe, also 14,4 Kilowattstunden kriegt man so mit dem Case, mit allem drum dran, gerade so wie es hier ist, also sprich BMS direkt fertig zum Anschließen an Victron, soll anscheinend mit Victron einwandfrei funktionieren, das werden wir später noch herausfinden, ob das auch wirklich so ist, $2700. Und je nach Kurs ist das tatsächlich auch etwas günstiger in Euro, wenn man Glück hat. Ne? So, dann gucken wir mal weiter. Genau, das sind jetzt die Verbindungskabel. Einmal in weiß und einmal in schwarz. Die sind tatsächlich leicht unterschiedlich, also wahrscheinlich nicht wirklich zu verwechseln. So, dann, das ist wahrscheinlich was anderes drin. Ah ja, genau, das waren diese Sachen drin. Jawohl, das sind die Teile zum hier dran machen. Also der Akku wird tatsächlich dann später, sogar mit Feder. Ha, super, mit Federung. Ein Griff, ja. Der Akku wiegt dann tatsächlich zum Schluss etwa so an die 100 Kilo. Das heißt, absolut unerlässlich sowas. Und es ist sehr, sehr gut stabil, wirklich. Also verdammt stabiles System, muss man schon sagen. Also bin begeistert, wirklich. Ich denke mal, das hält es auch locker aus. Werden wir dann später sehen. Ne? Du wirst mir helfen beim Tragen, ich sag's dir. Echt? Ja, echt. Ja, ein schönes Päckle mit allen Schrauben. Perfekt. Also ich hoffe, die sind nicht irgendwie... Ja gut, die schwarzen werden fürs Gehäuse sein und der Rest halt irgendwie innen drin. Die großen werden dann für die größeren Sachen sein. Ich denke mal nicht, dass man da... Ah ja, genau, die großen dicken sind dann für die Verbindungsschienen. Ich denke mal, da kann man nicht viel falsch machen. Kleine Füßchen noch dabei, Gummifüße sind da. Ich denke mal, ja, das ist super aufgeräumt, ne? Dann das da ist... Ah ja, das sind irgendwelche Verschlüsse, ne? Mhm. Also anscheinend kann man dann irgendwie mit solchen Schnellverschlüssen wohl auf und zu machen. Ah, werden wir sehen. Werden wir da anschauen, ja, richtig. Genau, nochmal so ein Teil. Oh ja, das ist der Sicherungshalter. Ordentliches Stück aus... Keramik oder was? Ja, sieht ein bisschen keramikmäßig aus, ja. Ich glaube, das ist auch, ja. Ja, und ja, vorher haben wir die Sicherung gesehen, die 250er. Genau. Dann, ein Ausschalter. Süß. Und last but not least, das sind dann die Konnektoren für hier außen sind jeweils 2 Stück. Das heißt, der Akku kann miteinander verbunden werden. Also sprich, es können mehrere Akkus parallel geschaltet werden. Genau, also ich meine, über das RS485 Anschlüsse werden die auch tatsächlich dann auch alle an das guck mal, mit so Abdeckungen. Ist dann alles richtig safe. Und dann werden da direkt die Kabel dran geschlossen. Genau. Also richtig schön ordentlich fest. Super. Sehr gut. Genau. 2 für Plus, 2 für Minus. Plus diesmal in Orange, nicht rot. Ausnahmsweise mal. Aber ich komme damit klar, ja. Okay, so. Das war's dann erstmal fürs Unboxing. Genau, so sieht das Teil aus. Und jetzt werden wir erstmal, die Akkus gleich vorbereiten und da reinbauen. Ich denke mal, das ist als erstes. Als zweites wird dann das
BMS hier dran gebaut mit dem Display. Und genau, und dann zum Schluss werden die angeschlossen. Ich werde immer wieder einige Schritte dazwischen, oder wir werden zusammen immer wieder einige Schritte dazwischen filmen, die wir für notwendig erachten, die ein bisschen das Ganze klarer machen, aber eigentlich ist es absolut selbsterklärend und vor allem auch anhand der bebilderten Anleitung sehr gut gemacht. Mhm. So, dann denke ich mal, bereiten wir die Akkus vor, ne? Let's go. Jo. Also, jetzt haben wir das soweit fertiggestellt. Die Griffe sind dran, die Füßle unten sind dran. Wir haben die Schaumstoffmatten an die Akkus geklebt und haben dann die Akkus eben reingelegt. Was wichtig ist, immer so ein Teil dazwischen. Es sind ein bisschen mehr dabei, deswegen nicht wundern, wenn ein paar übrig bleiben. Also das heißt, zwischen jedem Akku und zwischen den Wänden und auch seitlich und unten ist überall so eine Epoxidplatte dabei. Das ist sehr wichtig, weil bei den Akkus ist es so, dass dieses blaue Isoliermaterial hier um den Alupol ist und der, also sprich diese Alu-Ummantelung ist. Und die Alu-Ummantelung ist allerdings mit dem Pluspol verbunden. Das heißt, jeder Akku hat quasi außen immer den Plus dran. Und wenn diese Ummantelung quasi irgendwie Verbindung zu dem nächsten Plus kriegt, dann gibt es halt einen Kurzschluss. Mhm. Und darauf sollte man vermeiden. Und das ist aber hier sehr, sehr, sehr gut gelöst. Also wie gesagt, seitlich sind überall Platten, da sind Platten, dazwischen sind Platten. Also absolut perfekte Isolierung von jedem einzelnen Akku. Genau, und diese Frontplatte hier. Ja, plötzlich war der Ton weg, ne? Ja, ich bitte um Entschuldigung, das haben wir leider während des Drehs nicht gemerkt, dass bei uns das Mikro einfach mal ausgegangen ist. Ob der Akku leer war, weiß ich jetzt nicht. Also Fakt ist, ich versuche das jetzt, soweit es geht, nachzuvertonen. Zumindest die Teile, die in diesem Fall wichtig sind. Das Gute bei diesem Case ist, dass die Frontplatte tatsächlich über Schrauben in der Mitte und an den Seiten direkt dran gepresst werden kann. Und dadurch die Akkus sehr gut zusammengepresst werden. Und anhand von diesen Platten kann man auch, feststellen oder festlegen, wie stark die angepresst werden. Genau, und wichtig bei den Akkus ist auch, dass nur in dem oberen Teil, da ist Luft und in den unteren, kann man sagen, so 4/5 etwa, ist das Akkumaterial selbst und da oben, eben der Bereich, der frei ist, da ist auch wirklich frei. Also da hört man manchmal auch ein bisschen die Flüssigkeit rumblubbern und daher ist es eigentlich ganz gut, dass nur unten gepresst wird und oben frei ist. So. Was hier auch wichtig ist anzumerken, bei diesen Schienen, da sind die einzelnen Akkus nummeriert. Das bedeutet, Akku 1 ist der, an dem dann das BMS am Minuspol angeschlossen wird. Das ist in diesem Fall die obere Reihe, der ganz oben rechts, das ist der Akku Nummer 1. Und dann geht es so nach unten links, also halt sprich in diesem Fall nach links mit 2, 3, 4 und so weiter. Unten wird dann die obere Reihe mit der unteren verbunden und dann geht es wieder zurück nach oben. Und der letzte Akku, beziehungsweise der ganz rechte Akku, das ist dann der letzte Akku, also Akku Nummer 16. Und da wird dann der Pluspol angeschlossen am BMS. Ja, und wie gesagt, diese Schienen, die werden auch in der Beschreibung richtig gut bebildert dargestellt, wo sie hingehören. Und die sorgen mitunter auch dafür, dass diese Zellen auch richtig schön zusammengepresst werden. Also die sorgen oben mit diesen Schrauben dafür. So, das ist jetzt die fertig aufgebaute Frontplatte mit dem BMS. Und zwar, genau, das sind jetzt diese zwei Kabel. Die dann später zu dem Akku gehen und durch diese Adern zu den einzelnen Zellen. Durch diese unterschiedlichen Längen kann man die dann tatsächlich auch nicht falsch anschließen. Es geht nur auf eine bestimmte Art und Weise.
sonst passt es nicht. Genau. Dann hier, das ist die Minusseite. Das sieht man hier vorne an den Anschlüssen. Genau, die schwarzen sind Minus, orangenen Plus. Da unten sind die Anschlüsse CAN und RS485. Und anhand der Seriennummer hier kann man auch erkennen, oder beziehungsweise anhand der Modellbezeichnung hier kann man auch erkennen, was für ein Typ das ist. Also 48 Volt, 200 Ampere, das ist, glaube ich, die Revisionsnummer. 10E ist dann der Typ. E bedeutet, er kann RS485 und kann. Und 16S heißt, dass die 16 Akkus in Reihe geschaltet werden. Genau. Was auch noch besonders ist an dem BMS, ist, dass der nicht die Minusseite trennt. Die wird hier komplett in einem Stück durchgeschliffen, sondern er trennt die Plusseite. Und das ist zum Beispiel bei den Victron-Geräten sehr wichtig, weil sonst müsste man eine galvanische Trennung vornehmen, weil er sich sonst den Plus irgendwie aus der, beziehungsweise den Minus irgendwie so aus der Verbindung vom BMS, von der Datenleitung nimmt, und die schmottern halt natürlich durch. Genau, und hier die Sicherung, die ist auch hier auf der Plusseite. Also wenn hier irgendwas getrennt wird, dann wird auf der Plusseite getrennt. Genau, hier ist das Display, das wird hier über das kleine Käbelchen da verbunden. Das ist jetzt diese neue Revision übrigens. Das ist, also hier wird tatsächlich der ganz neue C-Plus geliefert. Bei den früheren, da lag jetzt das Ding hier oben drüber und hat dann irgendwie hier die Kabel zerquetscht. Bei dem neuen ist es jetzt eben nicht so. Auch was wichtig anzumerken ist, dass hier ist alles vergossen. Also das glänzt so ganz leicht. Das sieht man dann hier wahrscheinlich so jetzt. Also die ganzen Kontakte bis auf die Transistoren hier ist alles vergossen. Gut, die Transistoren, das sind ja auch die einzigen, die hier hinter der Kühlplatte hängen. Die Kühlplatte geht tatsächlich direkt an die an das Blech nach vorne. Das bedeutet, die Hitze wird tatsächlich nach vorne abgestrahlt. Genau. Und dadurch, dass die relativ beweglich hier sind, kann man die auch sehr gut an den Akku anschließen. Hier nochmal ein kurzer Blick ins Gehäuse, bevor die Akkus reinkommen. Also hier sieht man ganz gut, dass die absolut in alle Richtungen, also die zwei anderen, die nach vorne kommen, das sind die hier, die habe ich jetzt erstmal weggelegt, also die kommen dann tatsächlich so hin. Na. So, die kommen dann tatsächlich auch so hin. An die Vorderseite, und dann sieht man auch sehr gut, dass die Akkus tatsächlich in alle Richtungen wie in so einer Plastikwanne sind, ne? Also da ist überhaupt kein Kontakt zu irgendwelchen Eisenteilen. Die Akkus stehen auch ein bisschen drüber. Das sieht man dann nachher. So, das ist übrigens jetzt schon der zweite der zweite Ausbau von den Akkus. Ich habe die alle schon einmal drin gehabt und mit dem BMS vollgeladen. Das hat den Sinn und Zweck, dass mein Netzteil, ich habe hier so ein Ryzen RD6018, und der kann halt maximal nur 15 Ampere liefern. Und würde ich die Akkus einfach seriell schalten und 15 Ampere mit 15 Ampere laden bei 3,65 Volt, das würde ziemlich lange dauern. Es hat auch so schon recht lang gedauert, also etwa 4 Stunden habe ich jetzt das vollgeladen, und das waren dann über 700 Watt mit 48 Volt. So, jetzt kommt die zweite Stufe. Für diese zweite Stufe, ich hatte jetzt leider nicht so viele Boostbars da,
Deswegen habe ich mich ein bisschen hier mit Drahtbrücken ausgeholfen. Ist aber nicht wild, weil hier fließen wirklich überhaupt nicht hohe Ströme. Also prinzipiell kann man auch einmal komplett eine Drahtbrücke von vorne nach hinten durchziehen. Und ja, dann, also das würde auch reichen. Das wäre absolut kein Problem. Was wichtig ist, dass man einmal durchmisst. Also einmal vorne und hinten messen, dass da die Spannungen sind. Andersrum. So, ein Papier. Ich bin heute jetzt leider ohne meinen Helfer. So, also das sind 3,37 Volt. Also die müssen auch gar nicht so stark angezogen werden, die Schrauben hier. Wie gesagt, es reicht eigentlich nur ein Kontakt. So, weil ich werde die jetzt gleich mit 3,65 Volt und 15 Ampere laden. Das wären dann circa 40 Watt. Also das ist ja, das ist gar keine hohe Leistung, die hier fließt. Und der Sinn und Zweck des Ganzen ist folgender. Die Zellen an sich, die haben zwar mehr oder weniger die gleiche Kapazität, aber es geht um dieses mehr oder weniger. Und zwar ist es eben so, das kann man sich so vorstellen, dass die wie so, man kann sich diese Zellen einfach wie so Eimer mit Wasser drin vorstellen. Und je höher die geladen sind, desto mehr Wasser ist drin. Und wenn die überladen sind, dann läuft das Wasser über. In den Zellen kann nichts überlaufen. Also werden sie, werden die überladen und gehen kaputt. Oder beziehungsweise die Spannung steigt zu stark und dann schaltet das BMS ab. Der Sinn und Zweck des Ganzen ist, diese Eimerchen mit Wasser sozusagen alle auf die gleiche Ebene zu stellen. Das heißt, immer dann, wenn das geladen wird, dann fließt Strom in die Zellen und die Ladung steigt nach oben. Und je höher die geladen werden, desto höher steigt dann zum Schluss die Spannung. Und wenn jetzt eine Zelle also stärker geladen ist wie die anderen, dann ist die ausschlaggebende, die dann zum Schluss vorgibt, wann der Akku voll ist. Und dann kann es natürlich passieren, dass die Zellen alle noch relativ, sagen wir mal, bei 90% sind und eine Zelle ist aber schon bei 100% und dann werden die anderen nie geladen. Das BMS hat zwar einen internen Balancer, aber der ist nicht so stark, dass der hier diese riesen Kapazitäten ausgleichen kann. Und wenn, dann braucht er sehr lange dafür. So, deswegen macht man diese Geschichte. Also die werden alle parallel geschaltet, werden alle auf 3,65 Volt geladen. Also das ist die von Eve vorgegebene maximale Spannung für diese Zellen. Die können mehr aushalten, aber man sollte sie nicht höher laden wie 3,65 Volt. So, und die werden dann eben alle mehr sozusagen auf den gleichen Level gebracht mit der Ladung, und zwar auf dem oberen Punkt, weil die Laderegler, die diese Akkus laden, die achten weniger auf die Prozentanzeige, also halt auf die auf den State of Charge oder zu wie viel Prozent der Akku geladen ist, sondern die achten mehr darauf, wie die Spannung ist beim Laden. Beim Entladen kann man den meisten Wechselrichter sagen, entlade nur bis 20%, entlade nur bis 10%, das ist in Ordnung. Untenrum ist kein Problem, mit dem State of Charge zu arbeiten, obenrum aber nicht. So, deswegen müssen sie alle auf die gleiche Spannung gebracht werden und den gleichen Ladeverhalten. Also, sie werden jetzt alle auf 3,6 Volt gebracht und somit sind sie alle schön randvoll sozusagen mit Ladung. So, und danach werden sie wieder in das Gehäuse gepackt und werden dann letztendlich dann zum Schluss korrekt halt festgezogen mit 6 Newtonmetern, wie es halt gehört. Und dann ist der Akku fertig. So, jetzt wollte ich noch mal kurz zeigen, wie das aussieht. Und zwar
habe ich jetzt hier die Spannung eben auf 3,65 Volt gestellt, das sieht man hier, und auf 15 Ampere. So. Und da unten sieht man tatsächlich auch, wie viel da gerade reingeladen wurde. Und mit hier steht auch, mit welcher Power der lädt. Ja. Also 34 Watt lädt er gerade. So, und was man hier auch sehr, sehr schön sehen kann, also erstens, er nimmt nicht die vollen 15 Ampere mehr auf, weil die Akkus sind, wie gesagt, schon relativ voll. Also ich nehme stark an, die sind etwa zu 98-99% schon geladen. Und genau, und wie man sieht, fällt auch so ganz, ganz langsam die, ab und zu springt er auch, je nachdem, was also, ob er sich da noch irgendwelche kleinen Plätzchen findet, wo er noch Strom hinzufügen kann. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass man, wenn man jetzt die kompletten Akkus, ich habe jetzt in etwa geschaut, die waren zu circa 30-40% waren die geladen bei Lieferung. Also das heißt, bei 280 Amperestunden, beziehungsweise bei denen, die haben ja 290 gehabt, ich schätze mal so etwa 120 Amperestunden waren drin. Und der Rest ja, musste ich jetzt eben von mir nachgeladen werden. Und jetzt könnt ihr euch mal ein bisschen ausmalen, wie lange es dauern würde. Ne? Er lädt jetzt hier, also nehmen wir mal an, mit 15 Ampere würde er laden, mit vollen 15 Ampere. Dann würde es bei einem Akku schon extrem lange dauern. Und hier sind 16 Stück in Reihe. Beziehungsweise nicht in Reihe, hier sind sie ja alle parallel geschaltet, also das heißt, der Strom, der hier reinfließt, verteilt sich parallel auf alle Akkus. So, und alleine bei einem Akku würde es schon ewig lange dauern, geschweige denn jetzt bei 16. Also solche Geschichten würden tatsächlich mehrere Tage, wenn nicht Wochen sogar dauern, und zwar dauerhaft. Ne? Aber so, wenn man zuerst mit angeschlossenen, sehr, 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 also absolut wichtig, den ersten Vorlauf, den man vorlädt, macht man unbedingt mit einem BMS. Auf gar keinen Fall ohne BMS das machen, weil, wie gesagt, ja, die haben unterschiedliche Ladungen. Einer kann überlaufen, während der andere noch relativ halb voll ist. Deswegen unbedingt mit einem BMS, welches die einzelnen Spannungen überwacht, und das BMS schaltet dann irgendwann mal ab, weil irgendeins der Akkus schon an die Grenzspannung gelaufen ist. So. Und sobald das passiert ist, also sobald das passiert, schaltet man das BMS, also die Ladung, wieder ab und lädt nicht mehr mit 58 Volt, sondern eben jetzt mit 3,65 Volt. Und zwar macht man das jetzt so lange, bis hier die Ampere, also wie gesagt, die fallen jetzt die ganze Zeit so leicht. Das wird jetzt auch, ich schätze mal, so 2-3 Stunden wird das jetzt dauern, bis er bei etwa unter einem Ampere ist. Also ich mache das nicht mehr länger, also nicht länger als 1 Ampere. Weil wenn man bedenkt, wenn 1 Ampere bei 3,65 Volt reinlädt, das sind 3,6 Watt, verteilt auf 16 Akkus, also pro Akku kommt da echt nicht mehr viel an. So. Und sobald das erreicht ist, sind die Akkus alle auf dem komplett gleichen Stand, was die Ladung angeht. Dann schaltet man das Ladegerät wieder ab und lässt sie so eine Weile stehen. Manche lassen sie so eine Woche stehen, andere lassen sie einen Tag stehen. Also ich meine, dadurch, dass sie jetzt so langsam geladen werden, verteilt sich das eigentlich relativ gut auf alle Akkus. Also ich würde das nicht ewig lang stehen lassen. Weil, wie gesagt, die sind relativ gleich, was die Ladung angeht. Und den Rest kann schon noch der Balancer während des Betriebs erledigen. So viel zum Top Balancing. So, der Akku ist jetzt nun fertig aufgebaut. Das Balancing ist beendet und jetzt ist alles drin. Also man sieht hier auch wunderbar, wie das BMS da hinten drin ist in dem Gehäuse. Alle Teile sind fertig jetzt aufgeschraubt, alles mit 6 Newtonmeter angezogen. Und ja,
So sieht es aus. Jetzt messen wir einmal kurz durch, wie das mit den Brücken da hinten ist und so und mit den Spannungen. Also die, wie gesagt, also nach Erreichen der, nach Beenden der Phase, der Balancing-Phase sind jetzt alle Akkus hier auf dem gleichen Ladestand und ja, sind jetzt nach dem Ruhen jetzt auf 53 Volt. Und da kann jetzt eingeschaltet werden. Jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze dann vorne aussieht. Also unten laufen so die LEDs ein bisschen hoch, sobald es läuft. Und dann kann man auf dem Display dann alles ablesen. Also, erstmal muss man drauf drücken. Dann steht da, was die Gesamtspannung ist. State of Charge. Ist alles noch nicht richtig eingerichtet, also sprich das BMS weiß noch nicht genau, auf wie viel Prozent die sind. Das kann man dann aber eben übers Handy einstellen. So, und genau, wenn man dann jetzt auf die roten Knöpfe drückt, dann so hoch und runter oder so, dann kommt man auf die einzelnen Ebenen, also erstmal Zellen, Temperaturen, Warnungen und so weiter. Man schaut mal die Zellen an, also hier sieht man tatsächlich also jede einzelne Zelle, welche Spannung sie hat und hier sieht man auch, dass sie alle absolut identisch sind. Genau, dann die Temperaturen, also wie gesagt, 4 Temperatursensoren und dann noch die einzelnen Temperatursensoren in dem BMS. So, die PCB-Temperatur, das ist die eben von dem Board selbst. Und das Environment ist eben die Umgebungstemperatur. Jo, so, dann Escape kommt man immer raus. Genau, dann was gibt es als nächstes? Ja genau, das sind die ganzen Warnungen, also Overvoltage Warnungen, dann Overvoltage Protection, Undervoltage Warnung und Overvoltage Protection. Also das sind immer zwei Ebenen, also einmal Warnung, dann Protection. Also bei Warnung, da warnt wie gesagt das BMS nur und bei Protection wird dann tatsächlich abgeschaltet. Und dann sieht man aber auch, wie das jetzt hier ist. Und das BMS schützt ja da tatsächlich vor allem, also vor bei Temperatur, zu viel, zu niedrig Temperatur, bei zu viel Strom, zu hohe, zu niedrige Spannung. Also da ist tatsächlich alles drin, was man sich so vorstellen kann. Genau. So, und dann als letztes ist dann noch diese Kapazitätsanzeige. Und ja gut, da steht halt einfach, wie viel Kapazität das der Akku noch hat. Und das war es eigentlich auch schon. Ne? Hier sieht man dann 280 Amperestunden und Remaining heißt, dass er jetzt noch 139 Amperestunden hat. Und da sieht man tatsächlich auch, wie viele Zyklen er schon gelaufen ist. Also in diesem Fall habe ich ja nur einmal aufgeladen. Und ja, eben nur ein einziger Zyklus. Genau. Ja, jetzt würde man halt eben den Akku, beziehungsweise der Akku ist ja quasi vollgeladen, also müsste man jetzt einfach das BMS einstellen und dem BMS sagen, auf welchem Ladungsstand er ist, weil der State of Charge ist ja quasi so ein geschätzter Wert. Dann zählt das BMS quasi mit. Aber das war's dann schon. So, das war's dann mit Teil 1 des Videos. Ist ein bisschen lang geworden. Vielen Dank an alle, die so lange durchgehalten haben. Und ich würde mich sehr über ein Like und über ein Abo freuen. Und im nächsten Video geht es dann weiter mit der Vorstellung der Victron-Anlage, der Konfiguration und auch ja, wie der Akku mit der Victron-Anlage verbunden wird, wie das Ganze konfiguriert wird und so weiter. Das dürfte jetzt in Kürze folgen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.